Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog aus New York. Futur Teil 2 könnte man sagen. Ich starte heute hier mit einem Bagel. Ich bin wieder in Williamsburg unterwegs, war hier bei Bagel Point. René hat gesagt, ich soll ein bisschen mehr seine Gegend unterstützen. Deswegen habe ich mir hier jetzt einen Bagel geholt. Ich wollte eigentlich zu Russ and Daughter, aber ich glaube, so einen großen Unterschied ist es nicht. Ich habe mir einfach einen Cream Cheese Bagel geholt. Mein Plan ist jetzt, dass ich zur Hometown Barbecue gehe. Die sind auch in Brooklyn, aber ganz unten beim Ikea. Das ist so die Südseite oder so ungefähr die Spitze von Manhattan auf der gleichen Höhe. Und da fahre ich jetzt mal hin. Wie gesagt, das ist in Red Hook, Brooklyn. Man könnte sagen, relativ gleich auf mit der Südseite von Manhattan, also wenn man ganz unten an der Spitze ist, ungefähr die gleiche Höhe. Ich bin jetzt hier gerade mit Bahn und Bus hergefahren, weil ich aus Brooklyn kam. Ich zeige euch später aber einen richtig coolen Weg, wie man aus Manhattan hierher kommt. Das Brisket ist auf jeden Fall okay, aber ich mache nachher noch eine Zusammenfassung, weil hier ist auch ein bisschen laut drin. Das sind die Ribs. Die Ribs sind nicht schlecht. Und was ich ganz gut fand, was er gemacht hat, er hat das Brisket geschnitten und hat dann auf das geschnittene Brisket ein paar Salzflocken drauf gemacht. So, jetzt kommen wir zum Coleslaw. Der Coleslaw gefällt mir nicht so. Ich glaube, hier sind Senfkörner oder so mit drin, aber es fehlt natürlich wieder Würze und ja, irgendwie ein bisschen langweilig einfach. Und die Beans. Die Beans sind nicht schlecht, wie man sehen kann, die sind so leicht sämig. Da ist auch Lauch mit drin. Jetzt Mac and Cheese, die haben ja auch so Crumble oben drauf gemacht. Die Mac and Cheese sind auch okay, ich würde sagen gut, nichts Besonderes. Da ist wieder dieser künstliche Käse mit drin. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ist halt das Ding hier. Fehlt einfach wieder ein bisschen Power. Irgendwie, ja, das besondere etwas fehlt, würde ich sagen. So, ich bin jetzt fertig mit dem Essen bei Hometown Barbecue. Ich würde sagen, es war okay. Ich fand, das Brisket war ein bisschen trocken. Die Ribs waren auch okay, aber jetzt nicht irgendwie herausragend oder so. Der Coleslaw, den fand ich richtig komisch. Da war irgendwie Senfsaat oder sowas mit drin, aber sonst irgendwie nicht gewürzt und ja, alles ein bisschen sporadisch, keine Ahnung. Den fand ich überhaupt nicht gut. Die Beans waren okay, die Mac and Cheese waren auch nicht schlecht. Da haben sie oben schön dieses Crumble drauf gemacht. Das war ja in Texas immer richtig cool, wenn sie das drauf hatten. Ich fand, das war alles ein bisschen spicy, ein bisschen komisch spicy. Also ja, keine Ahnung, warum das so war, auch bei den Beilagen. Auch bei den Bohnen war es irgendwie so, dass da ja, irgendwas Scharfes immer mit drin war. Das Brisket an sich war auch sehr pfefferlastig, fand ich. Die Kruste auch oben drauf. Da fand ich, wie gesagt, gut, dass er da ein bisschen Salz drauf gemacht hat. Das war ganz cool. Aber ehrlich gesagt würde ich es nicht weiter empfehlen, dahin zu gehen oder extra dahin zu fahren. Die paar Sachen, die ich jetzt hatte, hat mich auch knapp $60 gekostet. Weiß ich nicht. Mir ist klar, dass nicht jeder nach Texas fliegt und viele Leute nach Manhattan kommen oder nach New York kommen. Aber ich wollte euch ja jetzt auch noch zeigen, wie es einen guten Weg hier rüber gibt. Und das ist mit der IKEA-Fähre. Hier drüben, wo ich bin, ist ein IKEA. Und da kann man eigentlich kostenlos mit der Fähre von Manhattan hier rüberfahren. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also hier ist der IKEA. Dann läuft man hier über den Parkplatz. Dann läuft man hier zu diesem Kran. Im Hintergrund sieht man eventuell schon, da kommt die Fähre gerade an. Wie ihr gesehen habt, ihr habt eine super Aussicht. Wenn ihr reinfahrt, dann auf die linke Seite am besten setzen. Dann seht ihr Downtown. Auf der rechten Seite habt ihr dann hier die Brooklyn Bridge. Auch wenn ihr nicht zum Barbecue geht, kann man das auf jeden Fall machen. Von der anderen Seite, also von Brooklyn aus, kann man viel bessere Fotos machen oder schönere Fotos von der ganzen Stadt machen. Die Fahrt mit der Fähre zu IKEA ist umsonst.
Da kann man dann ein bisschen auch am Pier entlang laufen und hat einen super Blick auf die Stadt. Hier kommt man heraus, das ist die erste Station am Pier 11. Hier gehen auch die ganzen anderen Fähren weg. Ich meine, sie fährt noch eine Station weiter, dass man auch noch eins weiter oben rauskommen kann. Ich gehe jetzt zu Los Tacos Number One, die im Chelsea Market sind, wo ich ja auch schon bei der ersten Foodtour einmal durchgelaufen bin. Ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs, deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen zerstört aus. Aber jetzt gehen wir mal rein und probieren die Tacos. Ich konnte während des Essens leider nicht reden. Erstmal, weil ich einen Mund voll hatte und neben mir saß jemand, die irgendeinen Business Call hatte. Aber ich kann sagen, die Tacos waren super. Die hatten eine leichte Würze, schöne Frische durch die Limette natürlich auch, die man dazu gibt. Die Guacamole war super. Ich habe meine ohne Koriander genommen. Ich hatte die Chicken Tacos und die normalen El Pastor, die Beef Tacos und Quesadilla mit Chicken. Die Quesadilla hatte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich wollte es mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall zum Weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber man muss auf jeden Fall warten. Also ich war schon um 11:30 da und musste schon so 15-20 Minuten warten. Aber jetzt ab zum nächsten Spot. Jetzt fahre ich nach Chinatown und gucke mir da ein, zwei Sachen an. Ich habe jetzt eine bisschen größere Radtour gemacht, wie eigentlich gedacht. Und bin jetzt wieder downtown, bin jetzt hier in Chinatown bzw. in Randgebieten von Chinatown und gehe jetzt hier zu King Dumpling. Mal schauen, was das kann. Die haben halt so, ja, so asiatische Dumplings mit verschiedenen Füllungen, aber ich gehe jetzt mal rein und schaue mir das Ganze an. Ich habe Schweinedumplings einmal gebraten und einmal gesteamt genommen. Und wie man sehen kann, die Portionen sind eigentlich super. Das hat unter 10 Dollar gekostet, beide zusammen glaube ich 59. So sieht das Ganze von innen aus. So sehen die gebratenen aus. Ich denke mal, dass die gleiche Füllung ist. Also die Dumplings waren super, der Laden ist hier bei mir im Hintergrund, ich glaube man sieht ihn noch. Ja, man nimmt immer Sojasauce oder diese scharfe Soße dazu. Ich finde immer, es könnte einfach ein bisschen mehr Power sein. Also sie haben gut geschmeckt, die gebratenen natürlich ein bisschen besser, wegen den Röstaromen schätze ich mal. Aber man muss auch sagen, für 10 Dollar in New York so ein Essen zu kriegen, also es ist ein Mittagessen, da ist man auf jeden Fall voll, wenn man zwei solche Dumplings nimmt. Deswegen gehen auch viele nach Chinatown, weil die einfach noch preiswertere Sachen anbieten. Deswegen checkt den Laden auf jeden Fall aus, wenn ihr hier seid. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, aber es gibt auch noch andere viele Läden, die solche Sachen anbieten, die man überall in Chinatown finden kann. So, jetzt bin ich mitten in Chinatown und hole mir Bao Buns. Das ist so, ja, Hefe, mit Hefeteig gefüllt. Man könnte es vergleichen mit Germknödel, nur halt ja, herzhaft. Und die sind mit Schwein oder ja, sonstigen gefüllt. So eine Art Pulled Pork sieht es dann von innen aus. So, ich habe mein Essen jetzt mitgenommen. So sieht das Ganze aus. Also wie gesagt, das ist einfach, das ist ein Hefeteig, der nicht gebacken wird, sondern der wird einfach bei Wasserdampf gesteamt, also ja, in einem Dämpfer oder unter einem Kochtopf mit so einem Korb drin. Ich wollte Schwein und Chicken nehmen, aber Chicken hatten sie leider nicht mehr. Ja.
Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, zweimal Schwein. Ah ne, sie hat mir einmal Schwein gegeben und einmal so cremiges Ei, haben sie es genannt. Das schmeckt richtig gut, das ist süß. Ganz irgendwie so, ja, eine Vanillemasse oder sowas. So kann man es beschreiben, wie so eine Vanillecreme. Also der Laden, wo ich jetzt war, der hieß Golden Steam und ist eigentlich schon relativ in Chinatown. Weil der King Dumpling, ja, das ist eigentlich nicht mehr ganz Chinatown, das ist schon so ein bisschen am Randgebiet. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein paar Aufnahmen gemacht, wie es da so ein bisschen aussieht. Da haben ein paar Leute gesungen und so. Da gehen natürlich auch viele Touris hin. Vorher schon gesagt habe, Chinatown kriegt man gutes Essen für günstiges Geld. Also wenn jemand nicht viel für Essen ausgeben will, da gibt es viele gute kleine Geschäfte. Wie immer hier, wenn irgendwas im Hype gerade ist oder so, dann muss man halt ein bisschen anstehen. Deswegen bin ich jetzt hier gerade am Nachmittag zu den Läden gegangen. Und es ging eigentlich, man musste eigentlich gar nicht anstehen, konnte die Sachen gleich mitnehmen zum Essen. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich glaube, das hat jetzt $3 gekostet, die zwei Buns. Und ich glaube, wenn man hier 2-3 essen würde, dann ist man auch satt. Also dann hat man auf jeden Fall auch eine Mahlzeit. So, ich fahre jetzt noch ein bisschen mit dem Fahrrad rum und wir sehen uns dann an der nächsten Location. Das wird American Burger sein. Die machen so diese Oklahoma Burger mit den Onions drunter. Und das will ich mir noch anschauen. Ich bin jetzt gerade raus bei Hamburger America, da hinten sieht man es auch. Der Burger war okay, ich fand ein bisschen trocken. Es war halt ein Potato Bun. Ich habe den Onion Burger genommen, der war eigentlich ganz okay durch die Onions. Bisschen süße, bisschen karamellisierte Zwiebeln unten dran. Dann habe ich noch den Classic Burger genommen, All the Way nennen die das, mit Zwiebelwürfeln, mit Gurke und mit Senf. Ja, ich fand, es war jetzt nichts Besonderes, müsste ich nicht nochmal haben. Der nächste und letzte Spot wird der Taco-Spot in Williamsburg sein. So, heute ist es endlich soweit. Ich kann die Tacos hier in Brooklyn, die ich schon die letzten 3 Tage testen wollte, testen. Der Name des Landes ist Tangaria Ramirez. Den sieht man hier drüben. Man hört es ein bisschen, aber ich habe hier zweimal ganz normal Pastor genommen. Dann das hier ist Beef und das hier ist irgendeine mexikanische Wurst. Wie immer bei Pastor, die Ananas, die oben auf dem Grill drauf ist. Also ich bin jetzt gerade fertig geworden mit den Tacos. Die Tacos waren echt super. Aber die anderen, die ich auch in New York hatte, die ich beim Chelsea Market hatte, würde ich sagen, die waren auf gleichem Niveau. Der Laden hier hat natürlich ein bisschen mehr Charme. Ich bin wieder in Williamsburg. Und wie immer, ich war der dritte Kunde. Ich bin gerade fertig mit Essen. Es bildet sich schon eine Schlange. Ja, weil wenn es hier irgendwas Neues gibt oder irgendein Laden irgendwie im Gespräch ist, dann gehen einfach alle Leute gleich hin und wollen das probieren. Ich habe es jetzt auch schon eine Weile probiert, da hinzugehen und ich hatte keine Lust, mich anzustellen. Deswegen bin ich heute einfach kurz vor Ladenöffnung hingegangen. Es hat auch gepasst. Die Tacos kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also wenn jemand hier in der Nähe ist oder rüber nach Williamsburg kommt, kann man hier auf jeden Fall Tacos essen gehen. Ich habe jetzt hier noch einen Laden, den ich besuchen möchte. Das ist eine Pizzeria bzw. ein Pizza Place, die halt Pizza verkaufen. Da sehen wir uns dann gleich. So, ich bin jetzt am letzten Spot angekommen. Beim letzten Spot ist der René jetzt auch wieder dabei. Der hat gerade Mittagspause. Wie gesagt, das ist eine Pizzeria. Die schauen wir uns jetzt mal an. Yes.
Also das hier war Feige und Speck mit, glaube ich, Ziegenfrischkäse, dann Pepperoni und Burrata haben wir genommen. Das hast du, Parma und das Tomate Honey. Hot Honey. Hot Honey. So, wir sind jetzt gerade fertig geworden mit Essen. Die Pizza war recht gut. Die haben ein paar ausgefallene Sorten. Fand ich ganz interessant. Kann man auf jeden Fall besuchen, wenn man hier in der Gegend ist. Ich zeig nochmal ganz kurz das Gebäude. So sieht das Ganze von außen aus. Hier dieser kleine Pavillon, da saßen wir auch drin. Ich hoffe, die Vlogs haben euch gefallen aus Amerika. Ich versuche in Zukunft eventuell noch ein paar mehr Vlogs zu machen, aber mal schauen. Wenn euch die Vlogs gefallen haben, abonniert gerne den Kanal. Bis bald.